Bremen in Berlin. Der Ausblick auf den Bundesrat mit Staatsrat Dr. Olaf Joachim. Moin aus der Landesvertretung Bremen in Berlin. Morgen am Freitag kommt der Bundesrat zu seiner 1023. Sitzung zusammen, die zugleich die letzte vor der parlamentarischen Sommerpause ist. In der morgigen Sitzung gibt es politisch für Bremen ein herausragendes Thema: die Abstimmung zu unserer Initiative zur Einführung einer Übergewinnsteuer. Diese hat zum Ziel, die Lasten der Krise, hervorgerufen durch den Ukraine-Krieg, gerechter zu verteilen. Denn während einzelne Unternehmen aufgrund der kriegsbedingten Preissteigerung Millionen und Milliarden Gewinne erzielen, ohne dass irgendeine wirtschaftliche Leistung oder Risiko damit verbunden sind, ächzen auf der anderen Seite Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die meisten Betriebe unter den steigenden Preisen. Deswegen sollen die Krisengewinner an den Kosten beteiligt werden. Die notwendige Unterstützung von Unternehmen, die unverschuldet in die Krise geraten, und die Beteiligung von Unternehmen, die leistungslos vom Krieg und den damit verbundenen wirtschaftlichen Verwerfungen profitieren, sind zwei Seiten derselben Medaille. Ein Fokus liegt hier auf den Mineralölkonzernen. Am vergangenen Freitag hatten wir zu diesem Thema eine Podiumsdiskussion in der Landesvertretung. Diese können Sie sich gerne noch einmal auf unserer Website anschauen. Unserer Initiative zur Übergewinnsteuer haben sich bereits die Länder Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen angeschlossen. Der Finanzausschuss und der mitberatende Wirtschaftsausschuss haben dem Plenum Zustimmung empfohlen. Der Präsident des Senats, Dr. Bovenschulte, wird hierzu morgen im Bundesrat sprechen und für Unterstützung der Initiative werben. Wichtig aus bremischer Sicht sind auch die Gesetzesvorhaben aus dem Energiepaket. Mit dem EEG, dem Windenergie-an-Land-Gesetz und dem Windenergie-auf-See-Gesetz und weiteren Vorhaben soll die Energiewende beschleunigt und die Abhängigkeit von Energieimporten reduziert werden. Bremen unterstützt die Vorhaben im Interesse der Erreichung der eigenen Klimaziele und weil wir uns in Bremen vom Ausbau der erneuerbaren Energien auch einen wirtschaftlichen Schub versprechen. Der Bundesrat wird morgen auch abschließend über die Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche beraten. Bremen hatte sich bereits 2017 mit einer Bundesratsinitiative für dessen Aufhebung stark gemacht. Nachdem der Bundestag die Abschaffung bereits beschlossen hat, wird der Bundesrat morgen darüber abstimmen. Mehr Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten finden Sie wie gewohnt unter derbevollmächtigte.bremen.de. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sommer, einen erholsamen Urlaub und unseren Schülerinnen und Schülern tolle Ferien. Wir sehen uns zur nächsten Bundesratssitzung am 16. September wieder.